Willkommen zurück in Erlengrad auf dem Hof. Bexon, ich habe den Deutz parat stehen und sitze auch schon drin, denn ich habe den Fendt vor den Hänger gespannt, vor den Pongelhänger, um die Strohballen von unserem Haferfeld einzusammeln. Und werde jetzt den Deutz erstmal als Abfahrer nutzen. Der New Holland steht schon bereit auf Feld 2 und wartet, um da gleich zu dreschen. Der Deutz wird abfahren und ich werde schauen, dass er das automatisch tut. Dann kann ich in der Zeit nämlich mit dem Fendt einmal die Ballen runtersammeln von dem Feld. Und dann habe ich 3 Aufträge angenommen, 3 Ernteaufträge, 2x Hafer, 1x Gerste, die abzufahren sind. Und auch da werden wir uns das Stroh schnappen und zu Ballen pressen. Das mag nicht viel bringen, aber es bringt halt was. Und da ich die Geräte da habe, warum eigentlich nicht? So. Fastbelt steht auch schon bereit und den Deutz können wir eigentlich hier auch erstmal auf dem Weg stehen lassen. Kurz überlegen. Na, den setzen wir gleich auf das Feld, damit er das auch hundertprozentig erkennt. So. Ich überlege, ob ich selber das Vorgewende fahre, um es dem Helfer zu vereinfachen. Oh, guck mal. Hatte das Schneidwerk noch gar nicht eingeklappt hier. Zeig mir mal ganz kurz, wo ich bin. Da bin ich. Okay. Und das kannst du einklappen. Und das musst du ausklappen. Wunderbar. Danke sehr. Absenken, starten und los geht's. Nutzen wir VCA noch dazu. Wow, nice. Biodünger. Sehr schön. Jetzt kommt unser Raps runter, wunderbar. Ich frage mich, ob der Helfer das hinbekommt, wenn ich den ab hier einfach schon schicke. Wir testen das mal. Helfer läuft, aber ich brauche ganz kurz die Anzeige und muss hier noch auf Feld 2 umändern. Wir sind auf Feld 2 unterwegs. So, dann schnappe ich mir den Deutz. Hui! So, mein Freund, der ist schon eingestellt im Autodrive. Schauen wir mal, ob der das hinbekommt. Oder ob jetzt der New Holland mit der Presse da hinten im Weg steht. Muss ich wahrscheinlich noch wegnehmen. Drescher abfahren auf Feld 2 zu unserem Hofsilo. Action. Okay, sieht gut aus. Okay, da wollte ich gar nicht lang skippen. Gott, wo ist denn der New Holland? Da. So, fahren wir den mal hier vom Autodrive-Kurs ein bisschen runter. Stellen den hier hin, da sollte er eigentlich nicht im Weg sein. Glaube ich. Oder? Zeig mal an. Nee. Weil nicht auf Autodrive-Kursen parken, ne? Ach, guck mal, den hätte ich hier auch gar nicht gebraucht. Ich habe überhaupt nicht bedacht, dass das Raps ist. Dich können wir hier gar nicht brauchen, mein Freund. Du kannst hier wieder wegfahren. Den werden wir an Feld 7 brauchen. Im späteren Verlauf können wir eigentlich schon mal rüberfahren. Weil die Presse brauche ich aktuell sonst nirgendwo. Felder fremd. Feld 7 haben wir noch gar nicht. Ist Feld 7 neben 6 oder 8? Feld 7, 16 und 18. 7. Aha, okay, genau. Genau dazwischen. Dann nehmen wir doch einfach Bahn Felsbrunn als Ziel für dich. Wo ist er? Da. So, dann bist du am nächsten dran.
Wunderbar. Deutsch steht parat. Hat sogar einen Motor ausgemacht. Nice. Auf Ruf warten. Wunderbar. Und dann schnappe ich mir nämlich so lange mal hier eben den Fendt. Wechsel in die Arbeitsstellung. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Stroh hier runtergekommen ist. Ich liebäugle gerade damit, die Fahrsilos jetzt einfach zu verkaufen. Um Platz zu haben. Weiß nur nicht, ob das eine gute Idee ist. Als ich sie doch noch brauche, nicht genug Geld habe, wobei ich habe ja noch Kreditlimit, also dürfte eigentlich nicht so problematisch sein. Und wir haben ja gesehen, dass wir mit dem ganzen Gras ordentlich Kohle gemacht hatten, mit der ganzen Grassilage. So. Ah, guck mal, da ganz unten ist auch einer hingerollt. Den holen wir aber später ab. Vielleicht auf dem Rückweg hier. Lassen wir einen frei. Wobei ich die Strohballen auch bei den Bäumchen zwischenlagern könnte, ne? Könnte ich auch machen. Können wir mal kurz schauen, was würde ich denn überhaupt für so ein Fahrsilo im Verkauf bekommen? Ich weiß nicht, ob ich eine Mod drauf habe. Es gibt eine Mod, damit bekommt man, wenn man in einem gewissen Zeitraum wieder verkauft, bekommt man den vollen Preis zurück. Den Zeitraum hätte ich, glaube ich, definitiv überschritten. Was würdest du denn bringen? Das Fahrsilo ist nicht leer. Super. Was würdest du denn bringen? 28.665 Euro. Ja, da ist schon Musik drin. Also ist nicht so, dass ich da nichts für bekomme. Das ist auch schon mal ganz gut. Wir nehmen da mal eben hier den Quatsch raus. So, jetzt müsste es leer sein. So, dann hau die mal weg. Ist es schlau? Ist es schlau? Ist es schlau? Überlegen, überlegen, überlegen. Nochmal kurz drehen. Also ich hätte da auch noch Platz, um Stroh abzulegen. Und hier. Ja, dann machen wir das erstmal so. Dass ich den Krams da jetzt rausgehauen habe, ist auch halb so wild. Das war, zählte schon irgendwie als Häckselgut. Und da hätte ich ja gar kein neues. Also hätte ich jetzt auch nicht nachlegen können und voll machen können. So, da gehen jetzt noch 4 drauf. Ich nehme mal nur 3 mit. Damit ich den da unten noch eingesackt bekomme. Komm mal mit, mein Freund. Du musst hier nicht so alleine liegen. Und dann setzen wir das hier erstmal ab. Einigermaßen gerade, bitte. So. Arbeitsmodus wechseln. Rüberschieben. Wie weit kommen wir denn? Boah, ordentliches Stück. Sehr gut. Vorsichtig abladen. Resetten. Cool. Und die Rehe fühlen sich wohl bei mir. Guck mal. Nice. Und zurück in die Arbeitsstellung. Ja, hier wird alles vollgepackt. Jeder einzelne mögliche Platz auf dem Hof wird hier genutzt. Helfer D hat einen vollen Korntank. Dann hoffe ich doch, dass der jetzt auch abgetankt wird. Und der Deutz dann entsprechend zum Silo fährt, wenn der Hänger voll ist. Wobei ich mich frage, ob der überhaupt voll wird. So riesig ist das Feld ja nicht.
So, dann warten wir. Ah, mit dem Hänger, den hätte ich jetzt natürlich gerne genutzt, um Silage einzusammeln. Dann stellen wir das hier an eine Seite. Dann können wir es nämlich neu aufsammeln, bevor wir dann später zu Feld 7 rüberfahren. Und da dann weitermachen. Kommt das hier so hin? Damit ich dann später nicht zu nah an die andere Runde daran komme und die dann mit einsammle. Das wäre doof. So, kurzer Check, ob das hier läuft. Der fährt wieder. Das ist gut. Der Deutz hat also abgetankt. Wunderbar. Sehr schön. Dann springe ich so lange wieder in den Fendt und hole mir noch ein paar Silageballen ab, wa? Eigentlich müsste ich auch grubbern. Wie ist das denn mit der Ansaat? Was könnte ich denn als nächstes da mal draufpacken? Das müssen wir auch noch checken. Wir sind im Juli. Wir können im August noch aussehen wieder Raps. Okay. Weizen, Gerste wären noch drin. Gras natürlich. Gras bis in den November. Alles, was ich hier von hier oben sehen würde, würde ich dies Jahr nicht mehr einsacken können. Ich denke mal, Gras kann ich bis zum November draufhauen. Ach nee, Moment. Saatzeitpunkt, grün. Ach doch, hier, Gerste. Mensch, blind, blind. Weizen müsste ich, glaube ich, auch mal nachlegen. 54.000 noch. Würde ich wohl Weizen machen. Kann ich erst im September sehen. Das heißt, ich habe noch Zeit. Ursprünglich war ich am Überlegen, ob ich da Gras drauf haue. Aber das mache ich dann wohl eher auf dem hinteren. Da, wo jetzt gerade Soja drauf ist. Wenn der runter ist, mache ich dann da wahrscheinlich Gras drauf. Ja, ja, haben noch einiges vor uns. Auch die Zuckerrüben müssten ja eigentlich bald mal gut sein, ne? Da werde ich dann tatsächlich, das Gerät werde ich mieten. Ah, die Wiese hier wirft gar nicht so viel ab, wie man denkt. Wobei es ist, glaube ich, ein Tick mehr als in der letzten Runde. Dann mal das störende Fenster da weg. Ach, einer bleibt hier liegen. Toll. Toll. So, wieder rüber. Und die setzen wir jetzt vor die andere. Weil ich natürlich eigentlich wissen will, ob ich drei hochkomme. Ich habe aber Schiss, dass das alles zusammensackt und in sich zusammenfällt. Das tut ja jetzt auch nicht Not, ne? So, einigermaßen gerade davor. Ich sagte gerade, bitte. Entlademodus. Vorsichtig schieben, nicht dass es da aneckt. Naja, das sieht aber gut aus. Sehr schön.
Und hinstellen. Sehr gut. Wunderbar. Holen wir mal eben den Rest ab von der Wiese. Auf dem Rapsfeld müssten wir eigentlich schon durch sein jetzt, ne? Ach, hier liegen ja... hier liegen doch noch ein paar mehr. Okay. Da hat sich das Pflügen, Grubbern, Steine sammeln, Walzen eher gelohnt, würde ich meinen. Ich glaube, gedüngt habe ich auch noch einmal. Oder war das... Nee, das war hier gar nicht nötig. Es war direkt auf 98% Ertragssteigerung. Wahrscheinlich hätte ich mit Düngen dann irgendwie 105 gemacht oder so. Da habe ich die gedüngt, ich weiß es gar nicht mehr. Toll, für die paar fahre ich jetzt darüber, ja. Dann gucke ich aber erstmal auf der Karte nach, wie sieht es denn hier drüben aus. Die fahren die letzten Meter, okay. Und da hast du was stehen lassen, mein Freund. Ah, eine Bahn hat er noch, okay. Und da muss ich dran denken, da die Ecken noch mitzunehmen. Hey, vorsichtig, die ist teuer, die Silage. Oh nein. Oh nein. Ich sehe schon. Der hat wieder vor, hier alles wegzuschieben. Das ist natürlich blöd bei der Arbeitsbreite. So, nicht, dass du mir die in die Bahnschienen reinschiebst da hinten. Sehr gut. Und der Deutz quält sich da einen ab. Kriegst du es hin, mein Freund? Hast einen blöden Weg gewählt, ne? Das war nicht schlau. Leg mal einen Rückwärtsgang ein hier. So. Ich bin doch gern behilflich. Hat einen fast vollen Korntank. So, dann holen wir uns noch mal eben die verbleibenden Ballen ab hier. 9 Stück gehen noch drauf. Ich war zuerst im Kreisel. Nee, nee, die haben alle einen Fahrstil hier oben dort, ne? Als würde ihnen die Landstraße gehören. 23, 24. Check. Transportstellung. Rechts ist gut. Oh, das war ein Schild. Das habe ich fliegen sehen. Das ist voll auf mein Feld geflogen, verdammt. Dann ist auch noch so offensichtlich, wer es war, ne? Der es umgefahren hat, hat es auch noch auf sein Feld gelegt. Weiterer Vorteil, wenn ich die hier entferne, ich habe wieder eine größere Einfahrt. Ich freue mich ja immer noch so über diesen Ponger-Anhänger. Der macht das alles einfach viel, viel einfacher.
Der macht es einfach einfacher. Weil einfach, einfach, einfach ist einer der besten Slogans, die ich je gehört habe. So, ungefähr gleiche Höhe. Muss ich nicht ganz so viel justieren. Ablademodus. Erst einmal anheben, bitte. Und dann rüberschieben. Vorsichtig, vorsichtig. Da hinten scheint mir das ein bisschen knapp zu sein. Tick vor. Das hier muss Millimeterarbeit, muss das sein. So, nicht, dass das wieder... Ein Tick Luft gebe ich ihm mal. Ui. Ja, aber es funktioniert, es funktioniert. Okay. Betriebskosten Fahrzeuge. Aha, guck an. So, dann lass hier mal abchecken auf dem Feld. Da möchte ich hinspringen, bitte. Zack. Mach dir mal an. Weil du hast da hinten noch was stehen lassen, dann fahren wir jetzt halt zum Abfahrer. Mein Freund. So geht's nicht. Nochmal 11.800 Liter im Tank. Wunderbar. Mensch, wir ziehen hier pro Folge eine Ernte durch. Sehr geil. So, das muss alles mit hier. Jeder Fitzel. Ach, der steht aber doof. Komme ich da vorbei? Ja, locker. Locker, easy. Locker, easy. Können wir auch gleich mal direkt hier ausfahren. Und das haben wir gleich noch eingepackt. Ach, da hinten ist noch eine Ecke. Mist. Hey, kipp das nicht so aufs Feld da. So unachtsam. Komm, lass uns ein Tänzchen machen, Autodrive. Wo willst du hin? Nicht schon wieder einen Berg hoch. Gut. So, komm ran an die Burg. Und dann schicke ich den Drescher nämlich schon mal auf Feld 7. Was zum Geier machst du denn da? Ich könnte auch auf dem Feld hier Weizen machen. Hm. Kann auch Weizen und Gerste machen. Ja, muss ich jetzt erst kommen, ja? Gut. Bleib stehen. Mann. So, was ich nochmal nachgucken wollte, ist, muss ich hier mulchen? Grundlagen, grubbern, pflügen, ernten, kalken, mulchen. Durch das Aufbringen einer Schicht aus biologischem Material auf den Boden verbessert das Mulchen den Boden und damit auch den Ertrag deiner Pflanzen. Verwende einen Mulcher auf den Stoppeln nach der Ernte, bevor du das Feld bestellst. Dies gilt für alle Früchte, die Stoppeln hinterlassen. Bin der Meinung, Weizen und Raps haben hier gerade Stoppeln hinterlassen. Das heißt, ich müsste mulchen. Also erst mulchen, dann grubbern, ja? Beim Anbau von Traubenreben und Olivenbäumen grubbert man zuerst, anders als bei Erntestoppeln. Okay, ja, wunderbar. Also erst mulchen, dann grubbern, außer bei Trauben- und Olivenbäumen. Ah, im Grunde schneidet man das Gras zurück, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. In der Kategorie Forstmaschinen gibt es auch einen Forstmulcher. Okay, alles klar. Gut, dann brauchen wir auch einen Mulcher. Den müssen wir uns leihen. Den haben wir nicht. So, ausklappen. Hinstellen. Drescher einklappen lohnt, glaube ich, nicht.
Dann fahren wir den jetzt nochmal höchstpersönlich zu Feld 7 rüber. Der Deutz scheint mir jetzt zum Silo zu fahren. Gar nicht geguckt, wie viel ist da drin? Halt, Deutz! Wie viel ist denn der Bestand? 26.359 Liter. Ein bisschen weniger als vom Weizenfeld. Hier hinten haben wir ein kleines bisschen stehen lassen, aber das ist wirklich minimal. Das ist okay. Das ist okay. So, dann kommt er uns bestimmt gleich entgegen. So, jetzt muss ich dran denken, das darf ich jetzt nicht zu meinem Silo fahren. Das heißt, kann ich eigentlich auch machen. Ich kann erst die Haferfelder abernten und dann hole ich den Hafer aus meinem Silo. Dann habe ich den Rest bei mir. Und verkaufe den jetzt nicht wieder direkt. Auch eine Variante, ne? Weil jetzt der Preis ja nicht cool. Probieren wir das doch mal so. Machen wir erst das Zwischenlager bei uns und dann, wenn die Felder soweit abgeerntet sind, erst dann bringen wir den Hafer weg. Fahre ich hier durch den Zaun? Machen wir sonst auch, ne? Ist das gar nicht Feld 7? Das ist gar nicht Feld 7. Da war Feld 7. Voll dran vorbeigedonnert. Und nicht zur Seite geguckt und deswegen weggeschoben worden und überhaupt, und das ist alles doof. Das Schneidwerk ist auch falsch rum. Was ist denn hier los? Häng das mal ab hier mitten auf der Straße. Das passt schon. Hier kommt ja gerade keiner. Ach, hier war auch ein Zaun. Den habe ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen gerade. Ups. Okay, okay, okay. Die Freunde des Realismusgrades werden gerade überhaupt nicht zufrieden sein. Ich muss jetzt warten. Fahr durch jetzt. Komm, mal hinne. Was fährst du hier überhaupt lang zur Erntezeit? Eine bodenlose Frechheit. Natürlich habe ich Zugang zu diesem Land. Ich habe Lohnerrechte. So, der läuft mit Helfer. Ich hoffe, der kriegt die Kurven und sowas einigermaßen hin, weil das sind Bäume. Ich tippe auf, das wird Probleme geben. Aber okay. Was willst du machen? Deutz, du stehst hier irgendwie komisch. Fahr doch mal zur nächsten Position. Und lade ab. Danke. Dich wollte ich gar nicht haben. Ich wollte einmal durchskippen und gucken, wer ist eigentlich gerade wo. Der ist da. Achso, das ist der New Holland gewesen hier. Alles klar. Ja, der steht bereit, um mit der Presse dann Ballen zu pressen auf Feld 7. Oder auch nicht, weil die Strohablage nämlich ausgeschaltet ist. Warum das denn? Hör mal, mein Freund. Helfer einmal ausmachen und dann schauen wir mal kurz nach. Strohablage ist nämlich ausgeschaltet. Was soll das denn? Habe ich das erlaubt? Und ich glaube nicht. Ich jetzt noch im Vorgewende? Ne, komm, wir lassen das drauf ankommen hier. So. Da hast du eine ganze Bahn Stroh verschenkt. Mann, 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 Mann. So, ab zum Deutz. Der müsste jetzt irgendwo hier theoretisch, aber auch nur in der Theorie. Oder der ist eben auch irgendwo in einem Baum hängen geblieben. Was hat der denn hier gemacht? Wie kommst du denn hier hin?
Ach, er hat wieder versucht. Okay, interessanter Weg, den du fahren wolltest. Du warst doch eigentlich schon... Naja, okay. Komm, ich helfe dir. Schnellster Weg wäre jetzt einfach hier übers Rübenfeld rüber, aber... Machen wir mal nicht. Kann hier schon mal umstellen auf Feld 7. Ach, das gibt's ja gar nicht. Das habe ich noch nicht eingefahren. Das heißt, das kann ich nicht automatisiert abfahren lassen bisher. Okay. Muss ich dann manuell machen. So, dann bringen wir den Deutz noch einmal kurz nach Hause hier und dann... hat sich das für heute. Fahren Sie bitte den Ticken schneller. Ich hatte so schön Schwung und dann kommen Sie hier nicht in den Puschen. So. Raps, frischer Raps. Frisch geerntet. Oh, da kriegt er Probleme hier. Dabei sind da nur 26.000 Liter drauf. Und ich meine, der Hänger ist noch nicht mal voll. 60% ausgelastet. Und da bekommt der Deutz schon Problemchen. Mhm. So. Da rauscht unser Raps ins Silo. Perfekt. Wunderbar. Mit diesem Erfolgserlebnis verabschiede ich mich dann für heute von euch und sag danke fürs Zuschauen. Ich werde hier jetzt ein paar Aufträge machen, weiter Ballen einsammeln und dann hole ich euch zur nächsten größeren Aktion wieder mit dazu, würde ich sagen. Mal schauen, was es sein wird. Vielleicht ein Umbau, vielleicht Feldarbeit. Lasst euch überraschen. Schreibt mir gerne einen Kommentar und wenn ihr neu hier seid, lasst mir gerne ein Abo da, freue ich mich sehr drüber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.